Willkommen zur Vorstellung der OPSI-Erweiterung OPSI Vim Capture. Zum Einfangen von installierten Rechnern als Basis für Windows-Neuinstallationen. Worum geht es, wenn man heute ein aktuelles Windows installiert? Geht das relativ schnell. Wenn man zum Beispiel Windows 7 nimmt, dauert es danach aber ein paar Stunden, bis alle Hotfixes, die seit dem Entscheiden von Windows 7 nachgeliefert worden sind, installiert worden sind. OPSI Vim Capture bietet jetzt die Möglichkeit, einen fertig installierten Rechner inklusive aller Hotfixes oder auch anderer Software einzufangen und in ein Vim-Image abzulegen, was dann die Basis ist für eine neue Windows-Installation nach Standard Microsoft-Bordmitteln, so dass ich in derselben Geschwindigkeit, wie ich ein Grund-Windows 7 installieren kann und mit denselben Methoden ein Grund-Windows 7 mit aktuellen Hotfixes und eventuell weiterer Software installieren kann. Die Erweiterung OPSI Vim Capture besteht aus dem eigentlichen OPSI Vim Capture Produkt und ein paar Hilfsprogrammen wie OPSI CloneZilla und Zielprodukte, in die ich hinein capture. Die Abläufe beim OPSI Vim Capture sind als Überblick: Ich brauche erstmal mein Basis-Windows, was ich einfangen will. Dieses muss per OPSI mit der Option Preserve PE installiert werden, damit wir neben der Systempartition noch eine PE-Partition haben, die dann für das eigentliche Capturen wieder aktiviert wird und zuständig ist. Da wir vor dem Capturen den Rechner depersonalisieren, also er nicht mehr weiß, wer er ist und wo er ist, ist es sinnvoll, von dem Masterrechner vorher ein Partitions-Image-Backup zu machen, was wir mit OPSI CloneZilla machen. Weiterhin sichern wir die Metadaten, das heißt, die Daten, die auf dem OPSI-Server liegen, die Aussagen darüber machen, welche Software per OPSI auf diesem Gerät installiert worden ist. Das wird mit in das Image abgelegt und kann nachher beim späteren Rollout dann gleich wieder vom OPSI-Server eingelesen werden. Dann wird das PE, das Windows PE, bootfähig gemacht und bekommt ein neues Skript. Der Masterrechner wird per Sysprep depersonalisiert. Wir booten das PE. Das PE macht den eigentlichen Capture-Vorgang und schreibt das Image in das Zielprodukt. Und da wir danach ja ein kaputtes System haben, restaurieren wir das wieder per OPSI CloneZilla. So, also zunächst Systeminstallation. Ich habe danach zwei Partitionen. Auf diesem Standard-Windows kann ich jetzt weitere Software installieren, zum Beispiel Microsoft Hotfixes. Und damit sind meine Vorbereitungen abgeschlossen und jetzt kommen wir zum eigentlichen OPSI Vim Capture-Vorgang, also der über das Produkt OPSI Vim Capture gesteuert wird. Der wird in der Regel feststellen: Oh, wir haben noch kein Backup. Als erstes machen wir mal ein Backup per OPSI CloneZilla. Als nächstes werden die Metadaten gesichert und auf der Maschine abgelegt. Der OPSI Client Agent wird deaktiviert und dann wird das System depersonalisiert per Microsoft Sysprep und die Windows-PE-Partition wird wieder als bootfähig aktiviert und ein entsprechendes Skript, was den weiteren Capture-Ablauf steuert, in das PE abgelegt. Danach wird rebootet und wir booten in das Windows-PE. Schauen wir uns den Vorgang bis dahin mal in einem Video an. Das ist ein Zeitraffer-Video, weil der ganze Vorgang selber dauert relativ lang. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Local Boot auf der Maschine und wir haben das Produkt OPSI Vim Capture auf Setup gestellt.
Und der hat jetzt eben festgestellt, okay, wir haben noch kein Backup gemacht und stellen das Produkt OPSI Clonezilla im Backup-Modus auf Setup und rebooten erstmal und lassen hier entsprechend erstmal eine Sicherungskopie von unserer Mastermaschine machen. So, danach rebootet die Maschine wieder und landet wieder in dem Local-Boot-Produkt, was jetzt die ganzen Sicherungen macht und hier an dieser Stelle jetzt den Rechner depersonalisiert. Und jetzt sind wir in das Windows PE reingebootet und das Windows PE liest jetzt diese Partition aus per Microsoft Bordmitteln, diesem Image X, und schreibt das Ergebnis auf den OPSI-Server in ein Zielprodukt, in die Install-Vim, und von diesem Zielprodukt später kann ich dann das gecapturte System wieder ausrollen. Wenn das gemacht ist, dann haben wir ein kaputtes Master-System, deswegen kommt dann üblicherweise der Restore des Backups, was wir vorher angelegt haben. Der eigentliche Capture-Vorgang dauert relativ lange. Der Gesamtvorgang, so wie ich ihn hier vorgestellt, findet aber komplett nicht interaktiv statt. Das heißt, Sie müssen nicht dabei bleiben. Sie können das einmal anstoßen und sich dann um was anderes kümmern oder auch nach Hause gehen. So, in unserem Zeitraffer-Video ist die das Capturen vorbei. Wir haben den finalen Restore per OPSI Clonezilla gesehen. Und damit dieser ganze Prozess, der jetzt ja über mehrere Produkte und auch mehrere Stunden geht, komplett nicht interaktiv läuft, ist es wichtig, vorher einen Blick auf die Properties des Produktes OPSI Vim Capture zu werfen, weil hier steht drin, wie sich das im Einzelnen verhalten soll, wie das Clonezilla-Image heißen soll, wie das Image im Vim heißen soll und letztendlich natürlich auch, wohin gecaptured werden soll. Sie können OPSI Vim Capture gerne jederzeit ausprobieren, fordern Sie bei uns eine Freischaltdatei an und werfen Sie dann doch auch einen Blick in das OPSI Manual, in das Kapitel OPSI Erweiterung, OPSI Vim Capture, wo das alles, was ich erzählt habe, nochmal im Detail beschrieben ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.